Hallo zusammen. Es gibt keine normalen News diese Woche nochmal, weil wir hier im totalen Superstress sind, auf der Zielgeraden zum Höhepunkt dieses Halbjahres, erstes Halbjahr 2022, mit unserer Cannabis-Normalkonferenz, aber auch mit den Hearings, die jetzt stattgefunden haben und noch stattfinden werden, des Drogenbeauftragten Blinert. Wir sind voll ausgelastet, insofern keine News diese Woche. Aber natürlich warten alle jetzt darauf, dass ich mal irgendwas dazu sage, was bei den Hearings nun passiert ist. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, auch für mich, dass es da jetzt so stattfindet. Ich weiß aber nie so genau, ja, ich habe mich bis jetzt nicht geäußert, weil ich nicht wusste, was kann, soll, darf ich denn überhaupt dazu sagen, weil direkt aus den Hearings jedenfalls war die Ansage, bitte nicht irgendwie posten, keine Screenshots, keine konkreten Aussagen und so. Von da habe ich jetzt eine Weile überlegt, habe auch mal nachgefragt, habe bis jetzt noch keine Antwort gekriegt, wie das genau sei, die sich denken, ja, was man sagen darf, was nicht. Ich orientiere mich einfach mal an öffentlich zugänglichen Informationen. Ich denke, damit kann ich jetzt so nichts falsch machen, ohne irgendwen zu verärgern oder so. Und trotzdem einiges klar machen, sozusagen, was jetzt da eigentlich passiert. Erstmal, das sind Hearings des Drogenbeauftragten, also der Bundesregierung, nicht des Parlaments. Also da sind gar keine Abgeordneten da drin in den Hearings, sondern eben Burkhard Blinert, seine Geschäftsstelle, Mitarbeiter, technische Mitarbeiter, die das da vor Ort machen und jede Menge online eingespielte Fachleute, darunter eben auch ich. Und ja, alles komplett online bei 4 von 5 Hearings. Und ich stelle natürlich die DHV-Eckpunkte vor. Um die geht es ja die ganze Zeit, da bitten wir euch die ganze Zeit um Feedback, weil ich im Prinzip ja euer Vertreter bin. Und für euch da agiere sozusagen, für Konsumenten, für Hanffreunde, für Zivilgesellschaft ganz allgemein. Wir haben ja beim Hanfverband auch Leute, die beruflich damit zu tun haben, Polizisten, Richter, was weiß ich, die irgendwie gegen Prohibition sind und sich da entsprechend engagieren, auch ohne dass jetzt unbedingt Konsumenten sein müssen. Auf jeden Fall, ich bin Vertreter von Zivilgesellschaft. Gucken wir gleich nochmal, wer da noch ist, wer sonst noch dabei ist, aber nochmal wichtig, Eckpunkte, DHV-Eckpunkte rauf und runter ist das, was ich da vorstelle. Und es ist auch wichtig, es geht um den Prozess der Legalisierung. Aber gucken wir mal auf die Seite vom Bundesdrogenbeauftragten. Ich habe da mal ein bisschen hier Dinge markiert. Erstmal zur Pressemitteilung selbst, die Blinert rausgegeben hat, als es losging an dem Tag, am Dienstag, als die erste Anhörung war. Unter anderem schreibt er da, dass mehr als 200 der führenden Expertinnen und Experten aus Suchthilfe, Suchtmedizin, Rechtswissenschaft, Wirtschaft, Verbände, Vertreterinnen, Vertreter von Ländern, Kommunen, Bundesministerien und Bundesbehörden da vor Ort sind. Also über 200 Leute, die da insgesamt involviert sind. Aber eben auch nicht alle bei einem Hearing, sondern es sind schon mehrere. Aber trotzdem natürlich eine Riesenzahl irgendwie, wenn man bedenkt, dass nur ein Handverband da dazwischen sitzt und ansonsten nicht jetzt furchtbar viele Reformorganisationen da zugange sind. Aber noch eine Anmerkung vorher, die Bemerkung, dass da auch Landesbehörden dabei sind, hat bei manchen dazu geführt, dass sie dachten, da wird schon mal geklärt, wie die Sache im Bundesrat dann nachher laufen wird. Wir haben ja das Problem nach wie vor, dass die CDU im Bundesrat die ganze Show stoppen könnte. Und da dachten manche, oh, da sind ja die Länder beteiligt an diesen Hearings, ja, also werden die dann schon mal klären, irgendwie, wie jetzt welches Bundesland da abstimmt und vielleicht kann man sich ja irgendwie einigen. Aber das ist es nicht, das ist nicht Teil von diesem Prozess hier, sondern es geht wirklich um die Frage, wie soll so ein Cannabis-Legalisierungsgesetz aussehen, Detailentscheidungen oder auch grobe Richtungsentscheidungen, die da gefällt werden, um dann erstmal einen Entwurf vorzulegen. Darum geht es im Prinzip, also da sind auch keine Ministerpräsidenten involviert oder so, sondern eben ganz normale Landesbehörden, die sich mit Suchtkram irgendwie beschäftigen, ist da so ein fachlicher Austausch. Gucken wir nochmal auf die Seite. Da sehen wir dann als nächstes in der Pressemitteilung, dass 5 Hearings geplant sind. 2 davon sind jetzt eben schon rum, Dienstag und Mittwoch. Eine zu Gesundheits- und Verbraucherschutz, eine zu Jugendschutz und Prävention. Ich habe auch da die Eckpunkte vorgestellt und noch die Beiträge gelesen, die ihr unter die Eckpunkte geschrieben habt. Wir haben es ja gesagt, wir werden das Feedback noch berücksichtigen da an der Stelle und natürlich auch das, was jetzt auf der Cannabis-Normal-Konferenz noch kommt. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, für die Themen ist das ja schon erledigt, ja, bringt ja überhaupt nichts mehr, weil das ist ja schon vorgetragen worden. Dazu muss ich aber sagen, das ist ja jetzt erstmal der Entwurf der Regierung, der da kommt. Und da kommen ja noch mehr Beratungen. Das wird dann im Parlament noch beraten. Da werden wir noch mit Politikern über die ganzen Details reden. Das ist dann nicht in Stein gemeißelt. Insofern werden wir auch danach weiterhin
mit dem Eckpunktepapier des DHV, mit euren Kommentaren von der Konferenz da weiter agieren. Dann Lieferketten, ökologische und ökonomische Fragestellungen ist das dritte Hearing. Viertens Strafbarkeit, Kontrollmaßnahmen und Lizenzierung zur Begleitung der Einführung der kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken. Ja, mir ist noch nicht so ganz klar, wo da jetzt das Thema Eigenanbau drin vorkommt zum Beispiel. Ja, das sehe ich da jetzt nicht unbedingt zwingend drin, aber vielleicht bei 4 Strafbarkeit, Begleitung der Einführung, der Abgabe, ja, woher soll das Zeug kommen, wer soll das produzieren, vielleicht ist Eigenanbau da mit drin. Bin ich gespannt. Ja. Bis jetzt habe ich es da nicht auf zwingend drin gesehen, da das auf jeden Fall besprochen wird. Dann stand in der Pressemitteilung, habe ich gerade eben erst nochmal gesehen, ja, die Formulierung, dass diese Hearings im Dialog die Basis für das kommende Eckpunktepapier sein sollen. Also Bienert selber will nochmal ein Eckpunktepapier vorlegen, scheinbar bevor er einen Gesetzentwurf vorlegt. Das ist also nochmal ein Zwischenschritt irgendwie, wo da die wesentlichen Eckpunkte festgelegt werden. Also eben, gibt es Eigenanbau oder nicht und so weiter, ja, diese ganzen Fragen. Gibt es Obergrenzen, gibt es THC-Obergrenzen, welche Produkte sind erlaubt und so weiter. Das wird dann erstmal im Prinzip so aufgeschrieben als Stichpunktepapier offensichtlich, so ähnlich wie wir das auch gemacht haben vom Hanfverband. Und dann wird das Ganze übersetzt in Paragraphen. Das fünfte Hearing, das ist internationale Erfahrungen. Das ist das Einzige, das nicht online stattfindet, sondern vor Ort live ist und auch aufgezeichnet und gestreamt wird. Und die Presse kann sich da auch akkreditieren, dahin kommen, aber ihr könnt es eben auch zu Hause verfolgen. Alle anderen sind intern, werden nicht gestreamt. Da gibt es jetzt ja auch keine Aufzeichnung, Protokolle oder sowas irgendwann später zu sehen. Umso pikanter jetzt sozusagen, euch da irgendwie was reingucken zu lassen, ohne irgendwelche Sachen zu verraten, wer da was gesagt hat. Aber wie gesagt, das fünfte Hearing ist tatsächlich dann doch einsehbar. Und vielleicht nochmal der Hinweis, wir sind zu allen 5 Hearings eingeladen als Fachverband. Also ein schöner Erfolg für uns als Handverband auch. Sicherlich lange vorbereitete Geschichte. Die Strategie ist aufgegangen, dass wir uns viel Arbeit gemacht haben mit dem Eckpunktepapier bis hierher. Und auch wird wohl anerkannt, dass wir das Ganze eben mit der Community nochmal rückkoppeln und insofern tatsächlich einigermaßen breit abgestimmten Konsens oder wie auch immer man das nennen soll, da vortragen. Auch wenn viele natürlich mit vielen Punkten der Eckpunkte so nicht zufrieden sind, wie es immer so ist. Keiner ist 100% mit so einem Papier zufrieden. Aber doch sind wir die Einzigen, die fragen. Ja? Die anderen machen halt alle intern ihre Papiere und vertreten die da und sind eben jetzt nicht unbedingt Vertreter von Zivilgesellschaft und von Konsumenten. Sind wir sowieso die Einzigen, die im Prinzip auch Konsumenten fragen, wie sieht denn aus, was geht denn hier? Während alle anderen einen anderen Fokus haben. Ja, Berufsverbände sind, die sich mit niedrigschwelliger Drogenhilfe auskennen, zum Beispiel Akzept e.V., ja, das ist noch eine der Organisationen, die da sicher voll auf unserer Seite ist, die immer für Legalisierung waren. Aber eben auch vor allen Dingen Dachverband von niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen sind. Genauso wie die Deutsche AIDS-Hilfe zum Beispiel, ja, die da auch aus einem professionellen Netzwerk kommen. Die sind natürlich noch konsumentennah, da muss man schon auch sagen. Ja, da sind ja auch so Selbsthilfegruppen dabei. Also daher ist das noch relativ naheliegend. Von denen wüsste ich aber auch nicht, kein Eckpunktepapier zur Cannabis-Legalisierung. Davon gibt es nur wirklich eine kleine Handvoll. Und diese Eckpunktepapiere zeigen dann auch so grob, wohin die Reise geht. Aber gucken wir erstmal hier nochmal weiter. Da gibt es auch noch eine FAQ sozusagen nach der Pressemitteilung. Oder eine ganze eigene Seite erstmal dazu, außer der Pressemitteilung, die aber hauptsächlich aus FAQs besteht, ja, wo alle möglichen Fragen da beantwortet werden. Und das ist ganz interessant, weil da zum Beispiel auch nochmal steht, was das Ziel der ganzen Angelegenheit ist. Nämlich wird nochmal bestätigt, Ziel ist, in diesem Jahr noch einen Gesetzentwurf vorzulegen. So wie Lauterbach das angekündigt hat, die machen jetzt ernst. Also der ganze Prozess dient dazu, dieses Ziel zu erreichen. Dann werden auch noch einzelne Fragen mal aufgezählt. Zum Eigenanbau wird da explizit erwähnt, ja, ob Eigenanbau erlaubt werden soll oder nicht. Insofern hoffe ich ja doch, dass das sich noch wiederfindet in irgendeiner Session. Die Frage ist, der Konsultationsprozess öffentlich? Kann man daran teilnehmen? Das ist sicherlich auch eine, die viele von euch haben.
Man kann sich da nicht bewerben dafür, sondern das Gesundheitsministerium sucht einfach die Experten aus, die eingeladen werden. Ja, da kann man nicht viel dran machen. Aber dann sagen sie, wir sorgen jedoch für Transparenz, indem wir die Themen, die Teilnehmenden und soweit möglich die zentralen Aussagen der Beteiligten auf der Website des Sucht- und Drogenbeauftragten veröffentlichen. Naja, und dann nochmal, dass das fünfte Panel da irgendwie auch gestreamt wird. Bis jetzt haben die aber noch keine dieser Aussagen veröffentlicht. Ich habe jedenfalls nichts davon gesehen oder gefunden. Von daher hoffe ich, dass es bald kommt, ja, dass sie selber auch ein bisschen mehr gucken lassen, sozusagen ein bisschen für Transparenz sorgen. Was über mein Ding hier hinausgeht, ist ja nicht meine Veranstaltung, ist Blinens Veranstaltung, muss er schon selber machen. Beziehungsweise eben da sein Team. Dann kommt eben eine Übersicht mit den Hearings, welche da überhaupt stattfinden, nochmal mit Details. Und dann kommt aber eben auch die Liste der Teilnehmenden. Und das ist natürlich eine Sache, die vor allen Dingen ein bisschen Einblick gibt, was da los ist. Ja, einfach von der schieren Masse und Zahl dieser ganzen beteiligten Organisationen, Institutionen und so weiter. Da sind also ein paar Sandkörner dazwischen, wie der Handverband eben, immer schon pro Legalisierung gewesen. Oder eben Akzept e.V., die auch voll unterwegs auf der Seite sind. AIDS-Hilfe habe ich auch schon erwähnt. Aber eben auch die ganzen üblichen Verdächtigen, zum Beispiel Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters. Das ist die Organisation, mit der auch Tomasius unterwegs ist, zum Beispiel der altbekannte Gegner der Legalisierung. Und viele solche ähnlichen Geschichten. Bundesärztekammer zum Beispiel ist auch schon immer irgendwie hart dagegen gewesen, hat immer die Gefährlichkeit betont und Legalisierung sind sie nicht dafür und so. Und noch einige andere von dem Kaliber, wo man sagen würde, okay, was machen die eigentlich da? Ja, warum reden die auf einmal über Legalisierung mit? Zum Beispiel aber auch die Leute von der Bundespsychotherapeutenkammer, die gerade letzte Woche noch ihr Eckpunktepapier nachgelegt haben, vorgestellt haben, vielleicht um dann noch flotter reinzukommen, ich weiß es auch nicht, ne, dass sie da irgendwie eine Legitimation haben. Aber eben auch mal, wo Psycho im Namen der Vereinigung steht, die aber für Legalisierung ist, nur eben wesentlich restriktiver als wir. Muss man eben auch sagen, die plädieren in ihrem Eckpunktepapier für 15% Obergrenze in THC, in Cannabisprodukten. Und ja, viele andere fordern eben auch dann eine Obergrenze beim Besitz in der Öffentlichkeit und zwar relativ streng, ja, dass man nur relativ wenige Gramm mit sich rumtragen darf in der Öffentlichkeit. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche mal einen Artikel dazu zu bringen, was da in den anderen Eckpunktepapieren so alles drinsteht und Statements, was die so fordern. Weil das ist eigentlich schon der Einblick in diese ganze Geschichte hier, auch wenn man nicht Mäuschen spielen kann, auch wenn ich hier nicht genau erzähle, was erzählt da, wer sagt da was und so weiter, sondern die Eckpunkte, die tragen alle halt ihre Eckpunktepapiere vor, dann ist ja der Sinn der Sache. Es sind aber auch ganz viele neutrale Organisationen dabei, die einfach zuhören, also Bundesbehörden, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesinstitut für Risikobewertung, also alles so Institutionen, die halt mit einem regulierten Markt was zu tun haben. Ja, wenn also Lebensmittel, Genussmittel, was auch immer, reguliert werden, dann hängen die damit drin und haben den Auftrag, da eben die Details zu regeln am Ende sozusagen und sind einfach beteiligt am ganzen Prozess. Die ganzen Bundesbehörden äußern sich da gar nicht in diesem ganzen Zusammenhang. Da hat nie irgendwer mal die Stimme gehört. Das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, oh verdammt. Naja, die hören halt mit. Ja, die hören sich das auch an, was die Experten da zu sagen haben. Erstmal, vielleicht ist das jetzt gar kein so großes Geheimnis. Ja, vielleicht belasse ich es erstmal dabei, guckt euch diese Liste selber nochmal an. Verbraucherzentrale Bundesverband fand ich zum Beispiel auch interessant, ja, dass die da mitreden, weil es ja auch darum geht, die Verbraucher zu schützen, viel mehr als bisher, als halt bisher auf dem Schwarzmarkt der Fall ist, also Regulierung des Marktes. Da haben die dann eben auch mit zu tun. Oder Universitätsmedizin Göttingen, ja, also interessant, ja, wer da alles offensichtlich als Experte angesehen wird. Aber klar ist auch, unser Eckpunktepapier ist das liberalste von denen, die da irgendwie rumfliegen. Und vielen ist das ja immer noch viel zu restriktiv, wenn wir sagen, ja, irgendwelche Einschränkungen würden wir schon akzeptieren zur Not. Ja, meinetwegen auch irgendwie eine Obergrenze, die aber sehr großzügig dann ausfällt. Aber darüber diskutieren wir am Wochenende auch nochmal. Ja, vielleicht fliegt die Obergrenze zum Beispiel raus, wie auch immer. Dann werde ich das auch vertreten ohne Obergrenze. Ich habe auch hier schon jetzt angemerkt, weil ja in der Diskussion schon klar war, okay, dat, viele wollen das nicht, finden das nicht sinnvoll und kann ja gut verstehen. Ja, bei Alkohol gibt es auch keine Obergrenze. Das ist mehr eine strategische Frage letztendlich und wie man überhaupt einschätzt, ob wie realistisch überhaupt so eine Forderung ist. Wenn man eben sieht, dass unter 200 Beteiligten wir die Einzigen sind, die da sagen, ja, Obergrenze brauchen wir nicht. Ne, das ist dann natürlich so eine Sache.
Interessant ist natürlich jetzt auch, was machen die damit, mit dieser ganzen Hearing-Geschichte? Ja, was passiert denn jetzt da? Wie werten die das aus? Quantitativ, qualitativ? Sagen die meinetwegen Thema Obergrenze 200 Organisationen dagegen, eine dafür? Oder sagen die, okay, die Argumente auf der einen Seite waren die Argumente auf der anderen Seite waren die? Dann wäre das Ganze schon wieder ganz anders. Ja, dann wäre das viel neutraler. Bin ich gespannt. Dieses Ungleichgewicht hat natürlich auch damit zu tun, dass das alles Berufsverbände sind, die irgendwie mit Drogenbehandlungen insbesondere zu tun haben, wo Leute arbeiten vor Ort, die Berufsverbände haben und überhaupt Verbände haben. Das ist dann normal, dass man im Berufsleben Verbände hat, die dann eben in der Lage sind, irgendwie Papiere zu erzeugen und so weiter. Was eben für ehrenamtliche Strukturen schon wieder schwierig ist, wie zum Beispiel den Schillower Kreis oder Law Enforcement Against Prohibition, die da gar nicht die Kapazitäten haben, sich da so stundenlang irgendwie über die ganzen Feinheiten zu diskutieren und zu unterhalten, wie wir da zum Beispiel auch im DRV-Team können, weil wir eben ja, auch eure Unterstützung haben. Entsprechend war zum Beispiel der Schildauer Kreis und Lieb, die waren beide nicht dabei bei den ersten beiden Hearings, vielleicht auch nochmal eine Erwähnung wert. Beide kommen noch bei späteren Hearings, soweit ich weiß, bis jetzt aber eben nicht. Ja, also von den Organisationen, die so Richtung Reform unterwegs sind, sind wir möglicherweise sogar die einzigen, die bei allen fünf Hearings beteiligt sind. So, was haben wir denn noch hier jetzt auf der Liste? Was natürlich, genau, also ich will nicht zu schwarz malen. Das ist schon der Paradigmenwechsel, den der Blinert da immer ankündigt. Der sagt ja immer, ja, jetzt ändert sich das alles ganz grundsätzlich, wir gehen das vollkommen anders an, das Thema. Und diese Punkte, über die ich gesprochen habe, ja, Obergrenzen, ja, es kann sein, dass wir viele von unseren liberalen Punkten nicht umsetzen werden können, aber wir reden über Legalisierung. Ja, da ist keiner von denen, die vorher da unterwegs waren, rennt dann da rum und sagt auf einmal so, ja, ich verlässt den Saal, ja, das Online-Meeting mit großem Drama von wegen, wir wollen aber doch gar keine Legalisierung, ja. Sowas kommt eben nicht vor, die sitzen alle da mit der Vorgabe, wir werden legalisieren, wir wollen legalisieren und das könnt ihr jetzt kommentieren hier mit euren Statements und fertig. Ja, und da halten sich auch alle dran. Also da wird nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie diskutiert. Ich glaube, so viel darf ich auch sagen. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Ja. Ich bin zum ersten Mal auf irgendeinem Regierungshearing, egal ob Landes- oder Bundesebene, wo das der Fall ist, wo über das Wie wird legalisiert diskutiert wird und nicht über das Ob. Das ist also wirklich tatsächlich, fühlt sich einigermaßen spektakulär an, auch wenn man da immer noch auf Aussagen stößt, die man vom letzten Jahrhundert kennt oder so. Ja. Trotzdem keine schlechte Sache. Ein Hinweis noch, genau, es geht nicht um Entkriminalisierung sofort. Ja, da wird dann immer ja gesagt, hier bringt das vor, das Thema und so. Aber die Überschrift der ganzen Geschichte ist ja Legalisierung, ja, Regulierung des Marktes und so weiter. Wie soll das funktionieren? Da macht das wenig Sinn, wenn man jetzt bei jedem Statement immer sagt, ja, aber wir müssen entkriminalisieren. Ja, das kommt ja sowieso mit der Legalisierung, das ist ja klar. Die Frage ist nur, unter welchen Umständen. Und die Frage, ob man schneller entkriminalisiert, was ja auch unsere Forderung von Anfang an war und immer noch ist, die richtet sich an Politik. Aber das ist gar kein Politiker, ja, dieser außer Blinert jetzt, der auch Regierungsvertreter ist. Von den Abgeordneten, die sieht man da nicht. Die können sicherlich da auch mal reinschauen nachher in die Ergebnisse. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind die Adressaten für diese Forderung nach schneller Entkriminalisierung. Die könnten das, müssen das beschließen, ja, könnten den Druck machen. Machen sie aber nicht. Ja, die wollen das im Gesamtpaket machen. Wir haben da schlechte Karten, muss man sagen, mittlerweile, das noch durchzusetzen. Auf jeden Fall macht das keinen Sinn in so einer Runde da, wo die Fachleute zusammensitzen, irgendwelche Forderungen nach schneller Entkriminalisierung in den Raum zu werfen, weil das da überhaupt nichts mit zu tun hat, letztendlich. Ja. Da würden wir uns lächerlich machen, eher. Vor allem auch was die Vehemenz angeht. Manche sagen vehement die Forderungen vertreten und so. Da geht es aber nicht darum, irgendwie vehement zu sein und damit vielleicht auch irgendwem zu drohen, ja, mit dem Wahnsinns-Protestpotenzial, was wir haben oder so, sondern wir müssen überzeugen. Wir müssen da die Leute überzeugen, die Entscheidungsträger, dass bestimmte Regelungen so rum sinnvoll sind, wie wir uns das vorstellen, und restriktiv nicht sinnvoll sind, weil sie zum Beispiel den Schwarzmarkt nicht verdrängen. Darum geht es bei diesen Hearings. Und ja, insofern, dabei vertreten wir euch. Die Forderung nach schneller Entkriminalisierung machen wir woanders klar, sozusagen. Dafür ist das nicht die richtige Bühne. Aber guckt euch die Eckpunkte des DRV an. Das ist das, was ich da vertrete. Guckt euch die anderen Eckpunkte an. Ein paar habe ich in den letzten News nochmal verlinkt gehabt. Und guckt mal den Unterschied euch an. Und wenn ihr meint, wir machen da noch irgendwas falsch, wir sollten irgendwas ganz anders machen, dann bringt eure Kommentare unter unseren Eckpunkten oder
Für die ganz schnell kurz entschlossenen Leute, kommt nach Berlin zur Cannabis-Normalkonferenz, die morgen Abend losgeht. Am Samstag sind die ganzen Sessions dann zu diesen ganzen einzelnen Detailpunkten, ja, mit denen ich dann danach wieder weiter in die nächsten Hearings für euch reingehe und auch weiterhin politische Arbeit mache in dem ganzen Prozess, bis die Legalisierung hoffentlich dann kommt. Soweit, bis zu den nächsten normalen News verabschiede ich mich wieder. Bis bald, Georg.